Chefe Zile. Was meine Meinung. Mahlzeit. Chefe Zile. Mahlzeit. Mahlzeit, Krüdi. Na, ich hatte gerade noch einen Selbstvortrag geleistet, weil auf dem Wege, erstmal Mahlzeit, ja. Auf dem Weg hierher, weißt du, heute war doch Blitzfrühling, hast gelesen, ne? War schön draußen, muggelig. War herrlich, ne? So war herrlich, war Traum. So, doch sind ja wieder mit den Hunden alle draußen gewesen, auch wieder mit den Kampfhunden und so weiter, ne? Ja. So, weißt du, die mir sorgen mit Nagelhalsband, die Hunde, die so ein bisschen gucken wie so eine angespitzte Brasilzigarre. Ja. Weißt, welche Hunde ich meine? Ich weiß, so Kampfhunde, die, ne? Ja, genau, die, weißt du, die gehen so ein bisschen, so laufen die immer. Weißt du, so laufen die. Ja, ja, so Pitbull und so, ne? Ja, sicher. Und weißt du, die Typen, die diese Hunde mal sorgen, spazieren führen, ne? Ja. Ne? Das sind eigentlich genau solche von Look jetzt her, wo man sagen würde, die können sich das eigentlich am wenigsten leisten, weil sie gar nicht immer sorgen, die sittliche Reife haben, so möchte ich sagen, so einen komplizierten Hund mal sorgen zu trainieren. Und nur solche Leute haben solche Hunde. Ja, ja, klar. Ich meine, die wollen natürlich immer mit so einem Hund so ein bisschen den Dicken schieben, ne? Mhm. Dass sie irgendwie den dicken Max machen. Dass man so, oh, jetzt gehe ich mal lieber zur Seite, weil jetzt kommt er mit seinem dicken Hund, ne? Mit seinem geilen Hund vorbei, ne? Aber weißt du was, ich war ja heute auch draußen, ne? 18 Grad ist das Stichwort, Blitzfrühling ist das Stichwort. Mhm. Wollte ich schön mit dem Fahrrad fahren. Ich hatte mir ja auch aus Teile ein Fahrrad gebaut mal irgendwann. Ein Weltfahrrad. Aus Teile? Ja, verschiedene Teile, verschiedene Fahrradteile. So, und dann war aber hinten das Hinterrad ohne Luft, ne? Ja, das ist schlecht, ne? So, und dann bin ich auf den Tanker aufgefahren. Mhm. Und hab dann mal sagen, kennst du diesen, weißt du, den Püsterich für die Autos, wo denn unten ist so ein, ja, ja, klar, dann knipst du den um und dann... Knipst den um und damit... Und dann soll und ist, stellst du ein und dann, ne? Hä? Ja, Ist-Zustand, Soll-Zustand von Reifen. Von Reifen? Von Reifendruck. Du stellst ein, du siehst ja, du machst ihn ran, du knippst das um, dann siehst du Ist-Zustand. Ich drück so einfach nur drauf und guck, ob es hart wird. Ach so, ja, das sind die Älteren, ne? Die das haben das nicht. Wieso? Ich bin noch nicht älter. Nein, du doch nicht. Ich meine jetzt dieses Punktding, was sie da haben. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Mm. Ne? Mm. Ne? So, und dann muss sagen, war es aber so, dass da unten eine Zeichnung war, dass das für Vorräder gar nicht erlaubt war. Und jetzt wollte ich dann irgendwie, weiß ich auch nicht, dann kommt da einer raus, so ein Tankwart, und hat dann hinterher gemotzt, ich sollte mal sehen und so weiter. Dann wollte er mich jetzt in irgendeiner Form, ich weiß das nicht, ob zur Rechenschaft ziehen, aber er hat mich schon, ich möchte sagen, in gewisser Weise auch beschimpft. Wollte er dir hier die Luft in Rechnung stellen oder was? Ich weiß das nicht. Jedenfalls wollte ich dann schnell losfahren, ne? Mm. Und dann war das aber doch noch dran, ne? Mm. Nee, ne? Hinten? Ja, hinten. Und das war insofern eine Problematik, weil, wie gesagt, ich habe ein Fahrrad aus verschiedenen Teilen. Ich habe ein 26er Damenrad. Das habe ich mal umgebaut, weil das hinten, der Reifen war kaputt. Mhm. Und dann habe ich mal von Pugi Kinderrad, habe ich das Rad hinten hineingebaut. Das ist aber ein bisschen kompliziert, weil die Pugi Kinderräder sind ein bisschen breiter. Und dann habe ich die Gabel mal sagen... Bisschen gebogen? Mit dem Wagenheber auseinandergebogen, weißt du? Aha. So, und den dann rein. Und dann passte das auch nicht, aber es geht. Man kann also, und jetzt hast du hinten so ein Lüttes. War da dran und das wollte ich eigentlich nur aufpumpen. Und als ich denn jetzt losgefahren bin, dann hat es immer so die ganze Kabellage da aus dem Luftgerät rausgerissen, mhm. Und aber auch das Rad gleich mit aus der Verankerung gerissen. Auch noch. Hinten, das Hinterrad von Pucki, Kinderrad. Ach du Scheiße. Ich habe es dann aber gleich da gelassen als Schadensersatzleistung. Dann können Sie das verkaufen. Das Pucki, Kinder... Hinterrad verkaufen Sie, weil jetzt ihre Pumpanlage kaputt gegangen ist. Ja, das ist ein Gegenwert. Was meinst du, was kriegst du für so ein Puggy-Kinder-Hinterrad? Was kriegst du dafür? Gebraucht. Wenn es einer braucht. In schlechtem Zustand. Es war ein guter Zustand. Ich habe es vorher noch mit Sidolin geputzt, die Felge, damit sie ein bisschen muggelig aussieht und spiegelt in der Sonne drin. Ja. Ja. Aber weißt was, mein Ingo, hast gelesen in der Zeitung, wenn wir jetzt zu den wichtigen Themen des Lebens kommen, jetzt mal sorgen. Ne? Hier Katzenberger ist das Stichwort. Daniele Katzenberger ist bekannt. Ja, sicher. Ne? Weißt was, war in der Zeitung ganz großer Artikel drin, ne? Mit Bauch freigelegt, wo Baby draufsteht und so weiter. Er ist jetzt soweit, ne? Sie kriegt ein Kind. Siehste? Sie kriegt ein Baby. Ja. Steht ja auf dem Bauch drauf, Baby.
Ja, das ist ja auch, wieso nicht? Ich meine, das kann nicht die Sorgen, was mich dort dran wundert. Ja. Ich habe das sehr aufmerksam durchgelesen. Sie ist ja auch zusammen hier mit den, wie heißt er, Lucas. Das ist immer Sorgen, der Sohn hier von Costa Cordalis. Na. Ach, mit denen ist sie... Ist sie zusammen und kriegt jetzt mal Sorgen, aber sie kriegt kein normales Kind, so wie ich das in dem Artikel gelesen habe. Oh Gott, wieso kein normales Kind? Was ist das... Gestört oder was? Nein. Ja, was denn? Was? Viel besser. Wie viel besser? Sie kriegt ein Kätzchen. Och, der Chill. Das stand in der Zeitung drinne. Ja, das ist, weil sie Katzenberger heißt. Ja, da stand, sie kriegt ein Kätzchen. Ja. Das ist doch möglich von der Genetik her. Quatsch. Ich hab mir schon wieder gedacht, dass du das mir wieder nicht glaubst. Ja, ich hab das hier mir alles aufgeschrieben, als ich das durchgelesen habe. Hat schon mal ein Mensch auf der Welt eine Katze gekriegt? Das ist ja eklig. Ja, das wird ja nicht weiter thematisiert, aber in dem Fall wahrscheinlich, weil es eine besondere biologisch... Ich hab mir das extra alles aufgeschrieben. Hast du dein altes Klopapier von zu Hause mit? Ja, ich hab mir das von zu Hause auf, weil du mir das wieder nicht glaubst. Das habe ich mir schon gleich gedacht. Genauso wörtlich, wie es in der Zeitung steht, mein Engelmann. Von Daniela und Lukas. Da stand... Ich habe es aufgeschrieben, ich hätte sonst die Zeitung mitgebracht, aber da ist mir Sorgen, ist mir Sidelin, mit denen ich immer Sorgen die Felge geputzt habe, ist darüber gelaufen. Das ist auch egal. Aber ich wusste genau, ich komme hierher, ich sage nur das, was schwarz auf weiß in der Zeitung steht. Ja. Und du glaubst, es stand ja nicht nur einmal drin. Ne? Mhm. Stand mehrmal. Da stand, Daniela und Lukas, die sind stolz auf ihren ersten Wurf. Wörtlich. Wurf. Wurf. Ja. Na gut. Ja, bitte. Ja. Ja, bitte. Ja, was heißt ja bitte? Ja, das stand so in der Zeit. Ja, denn stand, bald krabbelt Nachwuchs ins Katzenkörbchen. Stand in der Zeitung drin. Es ist nicht meine Erfindung. Es stand einfach, so bitte, pass auf, es geht noch weiter. Ja, ja. So, später soll noch mehr Mini-Fötchen durch den Katzenhaushalt tapsen. Haben die einen an der Waffel oder was? Das ja, weil sie ein Kätzchen kriegt. Sie kriegt kein normales Baby. Ja. Da steht, die Katze kriegt ein Kätzchen. Ultraschallbild. Da stand daneben, Ultraschallbild. Ich habe das Bild ja gesehen. Es ist abgebildet. Eine Katze lag ganz muggelig auf dem Rücken, die Arme hoch und die Pfötchen so weggeklappt. Quatsch, das gibt's doch gar nicht. So, und da war ein Pfeil in der Zeitung drin und da stand, hier entsteht ein Mini-Kätzchen. Das stand da. Ja. Es stand da. Ja. So bitte, ein Katerchen würden Sie Konstantin nennen. Hat er gesorgt, Lukas, und das ist die Rolle fertig. No, und wenn es ein Mädchen wäre, wie heißt sie dann? Muschi oder was? Hä? Wie heißt sie dann? Das weiß ich nicht, aber es war ja... Wahrscheinlich hat er auch einen Katerschaftstest gemacht. Ja. Mein Ingomar. Ja, natürlich. Ja. Das kann doch alles sein. Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Das wird nur verschwiegen vielleicht. Hat er einen Pelz? Hat er Haare? Viele? Oder Ohren, so spitze Ohren oben? Das weiß man doch nicht. Aber die Prominenten... Nee, ich meine jetzt hier der Lukas, der Vater. Ja, aber wenn das so in der Zeitung steht und nicht nur einmal, vielleicht kriegt sie das Kätzchen auch nicht in der normalen Klinik, sondern in der Schönheitsklinik. Dann kann sie bei der Geburt leider noch die Augenbrauen zupfen von den Kätzchen. Wieso jetzt in der Schönheitsklinik? Ja, weil doch die Prominenten hängen in Katzen. Deswegen hat sie sich doch wahrscheinlich auch eroberweit. Jetzt macht das alles Sinn, weil die Katzen, die trinken doch gerne Milch. Vielleicht ist das deswegen so gedacht. Ja, wieso nicht nur die Katzen? Hallo? Babys ja wohl normal auch. Ja, aber wenn eine Bildzeitung schreibt, dass sie... Das sind alles... Das stand genauso in der Zeitung drin. Ja, das... Ich glaube dir das ja... Ich glaub, das hat es ja auch schon gegeben. So muss man auch mal sorgen. Zum Beispiel in der Natur drin. Es hat ja schon mal gegeben, Mensch und Tier. Was? Es hat schon mal gegeben, Mensch. In der griechischen Mythologie. Einer, wer unten fährt, ist ohne Ohren, ist das ein Mensch. Ja. Oder einer mit einem ist ein Mensch. Titschi, aber wie lange ist das denn hier? Hallo? Wie lange ist das hier bitte? Bei den Griechen. Und außerdem weißt du gar nicht, ob das ist doch nur eine Geschichte gewesen. Aber also, da steht doch mit den Katzenpfötchen und so weiter. Hier entsteht ein Mini-Kätzchen. Ja, ich meine jetzt bei da den steht Griechen. Alles in der Zeitung drin. Das schreiben die doch nicht, wenn das nicht stimmt. Das wie soll ich Ihnen das erklären? Es ist, die machen das... Du kannst immer eine Zeitung schreiben und sagen, dass sie gelogen haben. Da bin ich immer gespannt, was machen wir mit kleinen und Hobelklopf. Was soll man da sagen? Irgendwelche Erklärungen habe ich schon aufgegeben. Ja, es ist, die...
Was sollst du, was sollst du da sagen? Ja, wieso denn? Aber, oder zum Beispiel die Sphinx, jetzt mal sagen, in Ägypten drinne. Ja. Sie war ja sogar auch halb Mensch, halb Katze. Das hat's doch auch gegeben. Ja, die ist aus Stahain. Ja, aber die haben sie doch nur nachgebaut von anderen, die es in Wirklichkeit gegeben hat. Das gibt's auch in der Natur. Was ist denn zum Beispiel mit einem Muli? Und du warst dabei, ne? Ein Muli ist ein Esel und ein Pferd. Du warst dabei, ne? Damals in Ägypten in der Wüste hast du gestanden, ne? Schön in deinem Bademantel als Oberbaumeister, hast gesagt, so hier den Stein mal bitte ein bisschen nach links. Hab ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt, ne? Und nach rechts hast du gesagt, oder hab was? Ich auch nicht gesagt. Hast du nicht gesagt. Er war schon an der richtigen Aber wissen Stelle. Tust du das alles, ne? Ja, weil es in der Zeitung steht. Nee, von der Sphinx steht gar nichts in der Zeitung. Das aber steht nur in deine Zeitung. Ich habe es mir zusammengereimt, weil es zufällig auch Katze und Mensch war. Aber es gibt es auch zum Beispiel mit, habe ich doch gerade gesagt, mit Muli. Ja, Muli. Esel und Pferd haben auch nichts miteinander zu tun. Aber nicht Esel und Mensch. Aber nicht Esel und Mensch. Igel und Schnabel. Ein Schnabeligel zum Beispiel. Das ist ein lustiger kleiner Igel mit einem Schnabel bei. War neulich sogar ein Bild in der Zeitung drin. Ne? Das hat es doch auch gegeben. Ja gut, also wir sagen mal so, sie kriegt eine Katze. Das stand in der Zeitung drin. Ich gebe nur ordnungsgemäß weiter, was ich gelesen habe. Wir sagen mal so. Soll ich es dir noch mal vorlesen? Nein, du brauchst es nicht. Du brauchst es nicht. Ich habe das mir gemerkt. Sie kriegt eine Katze und ein Kätzchen. Und Kätzchen. Kleine Pfötchen. Kleine Katze, Junge. Kleine Pfötchen. Nein, sie läuft doch dort selber mit der Plauze und da stand drauf Baby. Das macht doch die Zeitung nicht einfach so, dass sie das verschreibt und nicht an das richtig stellt. Nee, nee, das wird so sein. Wer weiß, was sonst passiert? Man weiß das doch nicht mit den Prominenten. Die können das doch alles regeln heutzutage mit der Genetik verändern und so weiter. Die mal sagen, hier der, jetzt hier der Vater, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, der Vater von den Lukas hier, Costa Cordolis, der hat sich ja auch mal sorgen, sein Gesäß in das Gesicht hinein verposemogelt. Ja, aber das die, ist... Die haben die Prominenten. Können das doch alles. Was ist denn zum Beispiel jetzt mal so ein Schweinsteiger? Könnte doch auch sein. Der hat jetzt auch eine neue. Vielleicht kriegt die ja ein Ferkelchen oder sowas. Man weiß es doch nicht. Der Mensch ist ja von der Genetik sogar auch sehr nah am Schwein dran. Ja, dann ist das ja vielleicht möglich. Besser, das stimmt. Bis auf das Ringelschwänzchen. Mein Ingo-Mann. Ja, ja. Es ist so. Ja, ich glaube. Es ist eine Chimäre, aber ich... Moin. Abend. Mahlzeit. Jungs. Moin. Moin, Jungs. Abend. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe mich hier verfahren. Wie komme ich von hier am schnellsten zum Großstadtrevier? Da muss ich hin. Großstadtrevier. Großstadtrevier, das wurde früher, wurde es ein Chilehaus, ne? Das ist doch aber jetzt nicht mehr. Nee, das ist Wisst ihr, wo das ist? Ja, ich fordere Ich habe mich hier verfranst. Das ist doch hier Aldona Bahnfelder, die Ecke. Bahnfeld ist das, genau. Ja. Ja, bei, weißt du, Ach wenn... Ach so, ich weiß, hier die, warte, Max, nee, Schlesemannstraße, kennst du? Ja. Wenn du jetzt von hier... Nee, Moment, erstmal muss er ja auf den Ring. Erstmal müssen sie hier, sie sind ja Ring jetzt parallel... Ring 2. Genau, sind ja jetzt parallel zum Ring. Ja. Also hier raus, runter. Hier runter, ne? Dann rechts. Rechts. Eppendorf ist eine Katastrophe. Mehlfesselstraße. Ja. Nee, Mannstein. Mannstein meine ich ja. Mannstein runter. Und dann gleich wieder links. Und dann links bis auf den Ring 2. Dann ist der Ring, ne? Ja. So. Und dann immer geradeaus. Ja. Und dann aber nicht vorne bis hier Phantom der Ober. Sondern vorher schon mal rechts, dann so einmal so verposemogeln, Phantom genau, der Oper. Phantom der genau, ganz kurz vor der Heusenstraße. Genau, da wo die Flora ist. Genau, und da rechts die Flora. Rechts, da ist Stresemannstraße. Ja, ja, vorher, du kannst aber vorher einmal rechts rum, dann fährst du am Paket einfach vorbei. Kann auch Holstenkamp kann man auch fahren. Ist vielleicht sogar kürzer. Das ist nicht kürzer, um die Zeit ist scheiße. Fruchtallee Holstenkamp, die... Na, nee, du kannst auch Autobahn fahren. Du kannst auch von hier runter zum Siemensplatz. Also kurz vor der Holsten rechts. Wieso kann doch Stellingra fahren, dann fährt der Bahnfeld wieder runter. Nein, das ist... Ihr bringt mich jetzt ganz durcheinander. Nein, also ist wirklich. Ring immer Flora runter. Flora kenne ich. Genau. Neue Flora. Direkt Flora. So, und dann rechts Stresemannstraße. Genau. Immer geradeaus. So, dann fährst du, wo Kühne war, früher oder auch immer noch ist. Tunnel. Und dann Tunnel durch. Dann kommt auf der rechten Seite Waschanlage. Große Waschanlage, zweistöckig, die sieht aus wie die Geisterbahn auf dem Dom. Ja. Die Mr. große berühmte. Mr. Wash. Mr. Dr. Wash. So. Genau. Und dann fährst du noch ein Stück weiter, Bornkampsweg, überweg. Ja. Und dann links rein. Das ist hier. Das ist aber, da muss man so einen Schlenker, aber das muss man gucken. Das ist hier. Muss man so einen kleinen Schlenker machen, glaube ich. Heiden. Mendelssohn, ja. Mendelssohnstraße ist das. Genau. Mendelssohnstraße, bitte. Genau. Mendelssohnstraße. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin genauso schlau wie vorher. Aber ich versuche das. Und wenn ich das nicht
finde, komme ich noch mal wieder. Ja, ist gut. Ja, aber wenn du dich verfahren hast, findest du ja, aber es geht weniger hierher. Es ist wirklich, wie gesagt, einfach jetzt hier runter, klein rechts, links, immer geradeaus bis zur Flora und dann rechts. Ingo, geh doch mal mit. Ja, geh doch mal mit. Ja. Mit fahren könnt ihr höchstens, ne? Was hast du denn für ein Auto? Hast du kein Navi? Hast du alte Autos? Ja, den Oldtimer, da ist kein Navi drin. Da ist kein Navi drin, deswegen, ne? Aber das, so das finden Sie. Das krieg ich hin. Das ist wirklich, ist so, kein ich Problem. Guck mal, ich versuch ja. mein Glück. Ja, alles klar. Großstädte. Gut, ja. Also, einmal ja. zum Großstädte. Tschüssikowski. Ja, tschüss. Ciao. Ich glaube, Holzenkamp wird doch kürzer. Aber das hätte er jetzt nicht mehr, ich glaube, das hätte er nicht mehr jetzt noch mit Holzenkamp. Hast du doch gesagt, Holzenkamp. Ja, aber da habe ich schon gemerkt, das ist alles, ich glaube, er ist gar nicht von hier, ne? Weißt du gar nicht, wer das ist? Ja, wieso? Hast du den erkannt? Weißt du, wer das ist? Nö. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr warte sein. Warte mal, Moment. Das nee. Kann doch nicht wahr sein, dass ihr den nicht kennt. Doch, warte mal, der kam mir bekannt vor. Der kam mir bekannt vor. Es ist der Hypermann. Hypermann! Scooter! Ach nee! Bitte! Bitte! Nein! Ach ey! Bitte! Und du bietest ihm nicht mal ein Getränk an! Das kann doch wohl nicht! Ich kann ja nicht in deine Wirtschaftlichkeit ja. dann eingreifen! Meinst du? Du hast wieso recht? Meine ich? Das brauch ich doch nicht meinen! Das sieht man doch sofort! Natürlich! Nur weil ich das mit der Katzenberger erzählt habe, glaubst du mir wieder nicht, oder was? Nein, ey, du hast... Ja, natürlich. Ja, na gut. Wenn ich doch das ist das Gute, dann sagst du, das stimmt nicht, oder was? Ja, wieso hast du ihm das denn nicht eben... Du hast das gleich an... Soll ich ihm sorgen, hier, du bist das Gute? Nein, aber... Soll ich ihm das sorgen? Warum soll ich ihm das denn sorgen? Aber du hättest das mir doch sagen können. Du hättest doch sagen können, guck mal, hier ist Gute. Das ist doch peinlich für ihn. Der kann nicht gleich sagen, gib mal ein Autogramm für den Mann, der weiß nicht, wer du bist. Es ist doch peinlich. Ach. Den musst du doch so kennen. Mit dem hätte ich jetzt echt gerne mal ein Foto gemacht. Ohne Quatsch, weißt ja, du das? Ich gucken, ja, ohne Quatsch. Noch da ist. Wieder ist er ja noch da. Scheiße. Ja, du weißt ja, wo er hinfährt. Dann mach mal die Schürze ab und dann schnell hinterher. Ja, du, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre hinterher. Und dann fahre ich zum Großstadtrevier. Und dann sage ich, hallo, ich bin's noch mal, oder was? Und du machst hier währenddessen machst du die Bude sauber. Du musst ne? mir auch keine Vorwürfe machen, wenn du nicht ich weißt, wer der Scooter ist. Ich mach dir überhaupt keine Vorwürfe. Es ist ein Autoscooter, ne? Ja. Weil er ja ein Auto hat, ne? Ja, ja. Es ist ein Autoscooter. Ja, du bist ein Witziger, bist du. Pass mal auf, dass da nicht das runterfällt. Nee, da fällt nichts runter, doch. Aber weißt du was, mein Ingo-Mann? Na. Hier, apropos Musik jetzt, ne? Hier, Andreas Kümmert, das ist das Stichwort. Mhm. Weißt du? Der kleine Zwerg mit dem Bart und der Kapuze auf, der hat doch für Deutschland jetzt aber einen Eurovision Song Contest mitgemacht. Und dann hat er doch gesagt, als er dann gewonnen hat, dass er sich nicht in der Lage fühlt. Da haben ja ganz schön viele Leute angerufen. Ich habe das gelesen heute in der Zeitung. Da haben ja fast 80% für ihn angerufen und beim Anrufen Geld ausgegeben. Ja, da wollten einige ja sogar ihr Geld wiederhaben. Ne? Das kann ich auch verstehen. Ja, komm, also muss man ja, wieso denn? Wieso denn? Die zweite, die dann gewonnen, danach dann jetzt hingeschickt wird, haben nur 20% angerufen. Da haben die Leute gut Geld gespart. Und die Leute, die für ihn angerufen haben, haben umsonst angerufen und umsonst bezahlt. Ja, da kriegen sie ja jetzt nichts für. Das aber weißt du was, er, ne? Das muss man sagen. Er hat auf sein Herzverstand gehört. Das ist ja das große Thema der Woche gewesen. Hast du sicher auch gelesen? Ja, natürlich. Herzverstand in der Zeitung. Große Serie. Hast du gelesen, ne? Ja, ja, ja. Von diesem Mann, der dieses Buch geschrieben hat. Herzverstand, das ist das Stichwort. Mhm. Das ist ja interessant. Ich habe das auch mal durchgelesen, sehr aufmerksam durchgelesen. Das ist das ganze Buch. Nein, in der Zeitung drin, da waren doch welche, wir haben doch Artikel darüber. Er sagt ja mal sagen, Herzverstand, das bedeutet, es gibt ja so eine Dreiteilung, Bauch einmal, da ist das Gefühl, das Bauchgefühl. Ja, aber Herzverstand ist eigentlich wie Bauchgefühl. Das Bauchgefühl gibt dir das Gefühl, was richtig ist. Ja. Denn er hat es ja so verglichen, weiß wer, er hat gesagt, der Körper ist ja im Grunde genommen sorgen sowas wie ein Bürogebäude, hat er gesagt. Mhm. Das heißt also, da hast du Aufzüge, die fahren dann immer ein paar Etagen höher oder sowas und schicken deine Info weiter. Und er sagt, von Bauch geht es mir sorgen, ist das Gefühl, was richtig ist. Dann wird es mir sorgen, Etage höher zum Herz. Und da ist die wichtige Kommandozentrale, der Herzverstand. Er sagte, im Herzen gibt es 40.000 Gehirnzellen.
Stand in der Zeitung drinne. Und wenn jetzt mal sagen, das Herz... Wieso, was machen die denn in Herz drinne? Die sollen doch oben im Gehirn sein. Ja, Moment bitte, darf ich das noch zu Ende ausführen? Ja. So, der Herzverstand jetzt mal sagen. So, und da ist es jetzt so, mal sagen, dass wenn jetzt der Bauch dir sagt, hier nee oder ja oder irgendwas, dann wird es nach oben geschickt. In Herzen sind 40.000 Gehirnzellen, das Herz entscheidet, was gut für dich ist. Und dann wird, so steht es da drinnen, wieder ein paar von diesen Gehirnzellen in Aufzug und die fahren hoch zum Chef. So, der Chef sitzt oben, das ist so mal so ein symbolisch, das ist das Gehirn. Da sitzt der Chef. Und der führt die Entscheidung aus. So weit, so gut. Aber jetzt muss ich sagen, ne, das fand ich ganz interessant. Wenn der Chef da oben jetzt aber seine eigenen Gehirnzellen muss sagen, nimmt und sagt, hier, ja, das mag ja sein, dass das Herz mir das jetzt so gesorgt hat, weil das Bauchgefühl das Richtige war. Ich überlege da jetzt aber noch eine Weile drüber und am Ende entscheide ich aber anders. Dann kann das, mal geht es gut. Mal kann es gut gehen. Dann macht man mal was, was man eigentlich gar nicht will. Ne? Ne? So, aber wenn man das ein paar Mal macht oder sein ganzes Leben lang, dann wird man unglücklich. Das fand ich ganz schön interessant. Wenn man Sachen, wenn der Kopf zu viel entscheidet, ne, quasi. Wenn der das, was der Herzverstand eigentlich schon längst als Entscheidung festgelegt hat, aber anders ausführt. Ja. Ne? Und was ich besonders interessant fand auch, weißt du, dass man das auch sagt, dass jetzt immer sagen, Männer, die sind immer sagen, mehr gefährdet als Frauen. Ja. Deswegen werden Männer auch nicht so alt, weil Frauen haben, was das angeht, viel weniger Stress. Ja. Die sind zwar viel gefühlsbetonter, Frauen aber... Frauen gehen mehr auf das Feeling, ne? Gehen mehr aufs Feeling drauf und korrekte Atmosphäre. Das gibt's dir nur zu lange. Nein, nix. Was ist denn mit dir? Verschluckt. Ja, sicher, aber du bist ja noch da. Ja. Ne, hast dich gar nicht verschluckt. Ja. Ne, bist noch da, ne? Ich bin noch da. So, jetzt aber pass auf. Und deswegen Frauen, man sagt ja auch Frauen, die entscheiden viel mehr so in dieser Weise. Ne? Und deswegen sagt man auch, das ist wirklich wahr, habe ich mir überlegt, dass die Frau, sagt man ja immer, ist die bessere Hälfte von ein Paar. Weil die Frau, mir sagen, oftmals mit dem Herzverstand entscheidet und dem Mann die richtige Empfehlung gibt. Und deswegen ist das ja auch so ein Trauerspiel, wenn ein Mann, mir sagen, keine Frau hat. Weil er dann keine bessere Hälfte hat. Keine bessere Hälfte hat. Guck dir Kage an, das ist das beste Beispiel. Was ist das für ein jämmerlicher Knochen? Ich meine, wie wieso, er ist doch jetzt mit seiner Shai Ming da zusammen, oder was? Er ist mit der Asiatin über alle Berge, aber was ist das für ein Leben? Ich meine, ja, ich weiß ja nicht, wo er lebt. Ich hoffe, ist er noch mal als Puff Vorderfriseur, ist er noch mal geendet, nachdem er mit seiner eigenen Stuhlenwand begann, nicht zu Rande gekommen ist. Dann hat er noch mal geglaubt, er hat einen vierten Frühling. Dann ist er doch mit der Asiatin durchgebrannt. Und wie hat er geendet? Er hat keine Schlüssel mehr gehabt und ist in der eigenen Garage über Nacht, ist er auf die Schnauze geflogen, hat sich mal sorgen, die Nase gebrochen. Ich war ja dabei. Ja, aber das war aber auch wegen dir eigentlich. Das war wegen mir. Ja. Wieso war das wegen mir? Was hat denn das mit mir zu tun? Du hattest doch in der Garage doch wieder irgendwas gemacht. So war das so. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab sogar noch einen Schlüsseldienst gerufen, dass er die Tür aufmacht. Der Mann war ja da. Irgendwas war da, das weiß ich noch ganz genau. Wo er fast wieder ums Leben gekommen wäre, weil du irgendwie da... Es ist trotzdem ein jämmerliches Dasein. Ich habe ihn ja noch im Krankenhaus besucht, das war ja nicht erfreulich. Ja, im Krankenhaus ist selten erfreulich. Du, jetzt aber bitte. Ja. So. Und daran kannst du sehen, wie es ist, wenn man allein ist. Ich habe mir, wenn ich ganz ehrlich bin, auch da bei dir mal Gedanken übergemacht. Bei mir? Ja, weil du hast, das hast du letztes Mal... Wir haben da so ein bisschen rumgewitzelt, aber die Wahrheit ist ja nun mal, dass du, dass die Vitrine ist ja im Grunde deine Frau. Ja, Ditschi, das war doch nur ein Schnack. Das war doch nur ein Schnack. Ja, aber das war ein Schnack, wo was Ernstes mit bei ist, mein Ingo-Mann. Und das war, sag ich dir, schon seit vielen Jahren. Du hast jetzt gesagt, Vitrine, und so weiter. Aber ich glaube persönlich, es ist auch das Gleiche wie mit dem Herzverstand in dem Buch drin. Es sind auch diese drei unten. Das ist das Bauchgefühl, ein bisschen tiefer. Da, wo die Verkühlung ist, dass deine Füße, mal sagen, schön muggelig sind. Ein bisschen weiter oben ist, mal sagen, hier in der Vitrine, sind diese Lorde alle. Und die sind ja auch nicht ohne, ich hab dir doch
damals schon gesagt, diese Leute geben dir Geborgenheit, mein Ingo-Mann. Und das ist auch gar kein Zufall, dass du die so ausgewählt hast, weil sie dir das wiedergeben sorgen, was eine Frau eben hat. Ja, das glaube ich persönlich nicht, dass mir diese Leute das geben, aber... Du hast sie doch nicht ohne Grund so positioniert, die Sachen. Und das dünstet ja auf und geht bei dir mal sorgen durch die Nase in das Gehirn und macht dich muggelig, als wenn du eine Frau an deiner Seite hast. Das hast du dir gar nicht so schlecht ausgedacht, meiner Meinung nach. Also der Salat geht bei mir ganz bestimmt nicht durch die Nase ins Gehirn. Ganz Liebe bestimmt geht nicht durch den Magen. Und wenn ich mir das angucke, wir sagen jetzt hier nur als Beispiel, Gurkensalat ist wässrig. Gurkensalat ist wässrig. So, das steht, muss sagen, für gefühlsbetonte Frau. Wässrig, Tränen, das ganze Programm. Oder hier Kartoffelsalat. Die Kartoffel steht für Erdigkeit, für Robustheit, muss sagen, aus der Erde raus. Ist das jetzt Salathoroskop oder was? Es ist das, was ausdünstet und bei dir, genauso wenn ich jetzt, muss sagen, frischen Kuchen rieche, dann ist das für mich immer gleich muggelig, weil ich mich daran erinnere, wie meine Oma mir mal mit Franz Brandwein die Füße eingerieben hat, als sie wehgetan haben nach einer Wanderung. Ja. Und dazu gab es, muss sagen, frischen Streuselkuchen, den sie gebacken hat. Und mit den Gedanken und mit dem Geruch zusammen ist eine Muggeligkeit verbunden. Und genauso ist es mit den Schnitzel bei dir auch noch. Das ist mir sorgen kein Zufall, dass die dort drin liegen. Es ist paniert, es ist eine raue Schale, aber weicher Inhalt. Das ist meine Meinung. Das alles zusammen ersetzt für dich die Frau. Na, siehst du, deswegen brauche ich keine Frau. Weil hier, hast du mir das genau erklärt? Die Vitrine, ist das doch deine Frau? Naja, Ditsche, jetzt mal ganz in Ernst. Wenn, wenn du so einen Job hast, ne? Du, wie das hier, ne? Da ist aber auch nicht viel mit Hallo und hier und Freizeit und Shishi und Tütüt. Das brauchst du ja auch gar nicht, Shishi und Tütüt. Was meinst du, wie viele Frauen das mitmachen? Hast du da mal drüber nachgedacht? Was, als Vitrine oder was? Nein, wenn du hier immer stehst und arbeitest, so. Ja, müssen doch jeder. Jeder muss doch arbeiten. Das hat doch vielleicht ganz andere Gründe. Mein Ingo-Mann, Es gibt einige, die das nicht müssen, glaube ich, persönlich. Ich wollte dir damit eigentlich ein Kompliment machen, dass du es verstanden hast, mir sorgen, in Ermangelung einer echten Frau, dir mir sorgen, einen muggeligen kleinen Ersatz zu bauen. Deswegen wollte ich mich bei dir auch entschuldigen in aller Förmlichkeit. Doch hab ich auch über Nacht gedacht, damals, als ich mit mir sorgen den Wagen über die Vitrine zerstört habe. Das ist mir jetzt klar geworden, nachdem ich das gelesen habe in der Zeitung, jetzt muss sorgen drinne hier mit dem Herzverstand und so weiter, ist mir klar geworden, dass das war nicht nur ein Sachschaden. Oh. Das war ein Angriff auf deine Seele, mein Ingo-Mann. Oh. Das tut mir von Herzen leid. Ach komm. Ach Ditsche, das ist ja... Das hatte ja auch eine Trennung zur Folge. Du hast ja danach eine neue Vitrine gehabt. Damit muss man sich ja auch erstmal wieder anfreunden. Naja, aber komm. Da hat, über so eine Trennung kommt man auch nicht so ohne weiteres. Das ist ja wirklich lieb, dass du das sagst, aber da hat ja auch die Versicherung. Die Versicherung hat doch nichts mit Liebe zu tun. Hat, mein Krüdi, ich habe doch recht. Jetzt will er es auf die Banalität herausschieben mit der Versicherung. Du hast recht, lange Ohren. Und jetzt halt die Klappe, ich habe Feierabend. Es ist ja, ich finde das ja jetzt mal ganz in Ernst. Es ist ja. Ist das besser, als wenn die Katzenberger eine Katze zur Welt bringen? Das sage ich dir. Also ist auf jeden Fall schön, wenn du da jetzt noch mal nach so vielen Jahren noch mal Entschuldigung für sagst. Das finde ich wirklich, das ist eine Geste.